Mach's gut, Mumu. Auch wenn du jetzt auf dem Boot bist. Wir holen dich wieder. Keine Sorge. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Fallout 4 Survival. Wir sind in Farbe angekommen und gehen jetzt mal mit den Leuten hier plaudern. Wir haben hier alles verteidigt und jetzt... Komm, wie das aussieht, wie die hier liegen, ey. Die sind so riesig. Oh, warte mal, kann ich hier looten? Da liegt doch ein Gewehr da. Oh, Fischhaken, Wollfischermütze. Nehmen wir mal mit. Aber sonst nur hässliche Sachen. Da liegt noch ein Kopf. Den habe ich eben schon mal gesehen. So. Ich brauche Munition. Oh, ich habe Durst, das sehe ich auch. Na gut. Los geht's. Avery. Und jetzt weißt du, womit wir es zu tun haben. Der Nebel und die Kreaturen, die er ausspuckt, haben meinen Leuten die Insel geraubt. Aber für deine Hilfe in der Not hast du das hier verdient. Ah. Was ist der Nebel? Was ist der Nebel? Wo soll ich anfangen? Der Nebel ist radioaktiv, oder? Aber es gibt Gebiete des tiefen Nebels, die sind harter Fallout. So gefährlich das auch ist, ist es jedoch nur Teil des Problems. Im Nebel leben Dinger, gedeihen. Fandest du schlimm, was Fahaba angegriffen hat? Da gibt es noch Schlimmeres. Ihr habt die ganze Insel verloren? Der Nebel ist schon immer hier gewesen. Es gibt gute Jahre, in denen er zurückweicht und die Insel fast normal ist. Dann gibt es Zeiten, in denen er alles bedeckt. Und die Leute müssen um jedes nebelfreie Fleckchen ringen. In den letzten 8 Jahren oder so ist es immer schlimmer geworden. Jetzt zählt Fahaba zu den wenigen Orten, die noch sicher sind. Nee. Wenn du trotz all dem überlebst, musst du wirklich hart sein. Oder vielmehr störrisch. Ich hab genug davon, mich hinter deinem verdammten Schiffsrumpf zu verkriechen, Avery. Es ist Zeit, dass ich mich um das wahre Problem kümmere. Mit den richtigen Leuten und meinen Waffen kann ich diese Atomkultisten ein für alle Mal ausschalten. Der Nebel war schon immer hier. Er ist nicht das Werk der Kinder. Bevor die Redfresser kamen, war der Nebel unter Kontrolle. Aber ab da lief alles schief. Es ist Zeit, dass wir was tun. Belasten wir keine Fremden mit diesen ganzen Unsinn. Was sind diese Kinder des Atoms? Das kennen wir ja schon. Haben die Kinder... egal, komm, wir fragen das mal. Was sind denn diese Kinder des Atoms? Das sind religiöse Leute. Sie beten Atoms Macht an. Und das ist dann wohl... Strahlung. Wenn du Einzelheiten willst, musst du sie finden und fragen. Wir hatten Frieden mit ihnen, bis ein gewisser Hitzkopf namens Alan Lee... Das reicht. Dieser Prediger kam nach Fahaba und meinte, es wäre Atoms Wille, dass wir unser Land verloren haben. Dass es Atoms verdammter Wunsch war, dass wir so viele Angehörige und Freunde verloren haben. Und dass Atom uns von diesem Ort fegen würde. Wenn es nach mir ginge, würdest du hängen für das, was du Alan angetan hast. Was hat er dem denn angetan? Was hat er dem Prediger angetan? Alan hat die Waffe auf ihn gerichtet. Er sagt, der Prediger wollte seine ziehen. Wir haben keine Polizei, kein Gesetz, nur Sitten und die allgemeine Meinung. Und nach allem, was der Prediger gesagt hat, hätte es die Sache nur verschlimmert, wäre Alan was angetan worden. Haben die Kinder den Nebel verschlimmert? Absolut nicht. Es gibt keinerlei Beweise. Geigerzähler lügen nicht, Avery. Der Nebel ist Jahr für Jahr gefährlicher geworden. Und jetzt bedeckt der Nebel die ganze Insel. Das ist passiert, nachdem die Kinder kamen. Du weißt genau, dass das schon mal passiert ist. Klar, man vermutet, dass die Kinder damit zu tun haben. Aber niemand, wirklich niemand, hat einen Beweis. Können wir zum Geschäftlichen kommen? Tut mir leid. Deswegen. Du gehst nach Arcadia, oder? Der Weg dahin ist gefährlich. Jemand muss dich führen. Der alte Longfellow. Niemand kennt den Nebel so gut wie er. Aber Vorsicht, er ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ach Quatsch, Longfellow, der Alte. Was ist die Geschichte des alten Longfellow? Er ist der beste Jäger der Insel. Furchtlos. Manche sagen, verrückt. Wenn jemand nach Arcadia muss, macht nur er das. Aber die Leute hier sind stur, eigensinnig und haben noch andere wenig schmeichelhafte Eigenschaften. Aber Longfellow hat selbst bei uns einen miesen Ruf. Oh Mann, ey. Wollen wir irgendwas über Arcadia... Ach komm, was soll's. Was kannst du mir über Arcadia erzählen? Frag Longfellow. Er ist als einziger dort gewesen. Okay. Danke für die Information. Longfellow findest du eigentlich immer an der Bar.
im Last Plank. Und bitte, hilf uns in der Stadt, wenn du kannst. Auch wenn niemand die Hilfe will, die Seefahrerin Cassie und viele andere brauchen Hilfe. Und ich möchte dir was sagen, dass du vielleicht so schnell nicht wiederhörst. Danke. Hör, jetzt rennst du auf einmal weg. Okay, sprich mit Longfellow. Abgeschlossen, bla bla. Die Kinder des Atoms wollen uns alle töten. Uns ins Meer treiben. Wasch dich mal. Komm, wir müssen jetzt hier erstmal mit den Leuten reden gerade. Machen wir das mal kurz. Seefahrerin. Seefahrerin? Der Rumpf musste ordentlich was einstecken. Aber ohne dich wäre nichts mehr von ihm übrig. Man nennt mich die Seefahrerin, Schiffsbauerin, Handwerkerin und die Einzige, die Far Harbor über Wasser hält. Außer Captain Avery natürlich. Okay, warum hilft dir niemand? Warum hilft dir niemand? Jeder Harbor-Bewohner ist sein eigener Kapitän. Hat über Generationen in den Siedlungen funktioniert. Dein Land, deine Regeln. Aber als die Insel sie nach und nach auf mein Dock gedrängt hat, wollten die undankbaren Bastarde, dass ich mich um mein Land kümmere. Obwohl sich die Nichtsnutze hier breit gemacht haben. Lol. Für meine Hilfe erwarte ich ein Zeichen der Anerkennung. In Form von Kronkorken. Wir beide tun das. Ich rette diese Penner ständig und höre nicht mal ein Danke. Du hast nicht zufällig Lust, mir zu helfen? Für richtige Reparaturen brauche ich nämlich das richtige Werkzeug. Aber man kommt nicht einfach dran. 450 Kronkorken, wenn du es schaffst. Ich soll mein Leben für 450 Kronkorken aufs Spiel setzen? Kronkorken sind gerade etwas knapp. Aber ich kann dir die Schrotflinte vom alten Jimmy geben. Oh. Er kann sie ja nicht mehr benutzen. Sehr gut. Kein Problem, ich helfe. Aber in der Gerberei Eagles Cove müsste was zu finden sein. Und jetzt los. Okay, wieder so. Jetzt haben wir, wem sollen wir noch helfen? Irgendjemandem. Ach so, warte mal, das sind diese. Alles für die Gesundheit. Dalton, genau, Dalton, glaube ich. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Du bist doch vom Festland und vor kurzem hergekommen. Ja. Pass auf. Diese Insel sieht und hört alles, was du tust. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe miterlebt, wie die Insel die größte Familie zunichte gemacht hat, die je nach Far Harbor kam. Eine Geschichte von Gier, Blut und Rache. Klingt interessant. Klingt interessant. Würde ich gerne hören. Dachte mir schon, dass du das sagen würdest. Meine Familie, die Daltons, waren viele Generationen der Stolz von Far Harbor. Sogar schon vor dem Krieg. Die Daltons sind durch Holzfällerei und Fischerei reich geworden. Aber dann wurden sie gierig, nahmen sich zu viel von der Insel. Seitdem rächt sich die Insel, tötet eine nach dem anderen von uns. Ich bin die letzte noch lebende Dalton. Aber nun nimmt unsere Geschichte eine unerwartete Wendung. Jemand Fremdes ist nach Far Harbor gekommen, stark und gerissen. Mit fremder Hilfe kann die letzte noch lebende Dalton endlich ihre Familie rächen. Oh, wer ist denn dieser starke jemand? Alles klar. Ich bin der Fremde und du brauchst meine Hilfe. Gut, aber das sollte sich auch auszahlen. Mach dir darüber keine Sorgen. Ein Dalton war vieles, aber nie arm. Also, kommen wir zum ersten Kapitel unseres Rache-Epos. Die traurige Geschichte von Sommersprossen, Petey. Petey war mein Cousin. Ein guter Junge. Hat nie Schwierigkeiten gemacht. Er dachte immer, seine Sommersprossen würden ihm Glück bringen. Aber da lag er falsch. Er war beim Campingplatz am Nationalpark sammeln. Da hat ihm die Insel wilde Gule auf den Hals gehetzt. Die Insel kann echt hinterhältig sein. Nun ja, er hat es zwar zurück in die Stadt geschafft, starb aber noch in der Nacht an seinen Verletzungen. Leider sind diese wilden Gule immer noch da draußen und warten nur auf den nächsten Trottel, der vorbeikommt. Das ist echt Mist. Diese Ghule sind so gut wie tot. Gut, gut. Gut, lass gut. Sie dafür bezahlen, was sie Petey angetan haben. Petey, keine Sorge. Wir werden Petey rächen. So. Okay, dann gehen wir jetzt mal Longfellow holen und dann gehen wir Richtung Arcadia. Dann gehen wir dieses Ding holen für die Bruderschaft und verpissen uns wieder. Ich brauche meine Begleiter wieder. Obwohl ich jetzt einen bekomme durch Longfellow, glaube ich.
Guck mal, was hat denn da für eine Butze an? Hast du Hochwasser? Leute, Leute! Wir versuchen hier eine Unterhaltung zu führen. Klappe zu, Ohren auf! Der Nebel kommt uns alle holen. Und wie könnten wir ihn besser begrüßen, als mit noch einer Runde aufs Haus. Juhu! Zeit zum Feiern! Trinken wir auf Mitch! 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 Festlandbewohner, heute ist ein Glückstag. Freibier für dich! Danke! Hast du vielleicht was Stärkeres? Du willst es wissen, oder? Gefällt mir! Hier, absolute Spitzenqualität! Also, trink aus! Wenn du länger hier bleibst und der Nebel dich holen wird, warum nicht den Bauch voller Feuer haben, was? Was hast du? Ziemlich große Auswahl. Wir brauchen unbedingt Wasser. Ich glaube, das kriegen wir nicht. Guck mal, Ladung Glas. Nuka-Cola, schmutziges Wasser, Shotgun-Shell. Wim, Wein, Whisky, Wodka. Wim, 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 wim. Nee. Scheiße. Wir brauchen hier irgendwo so einen Zapfhahn. Komm, ich muss mal gerade mein Zeug hier durchsuchen. Und wir müssen uns mal vollstopfen. Wir fressen erstmal Dandy-Äpfel-Kram. Eichhörnchen bissen ist das eigentlich schon? Nee. Fleisch mit Bohnen. Fleisch von Weißschalen Meyerlurks. Der ist aber nicht gekocht. Gebackene Blähfliege. Ah, hier, guck mal. Sehr gut. Habe ich irgendwie Cola? Da. Hm. Immerhin. Okay, Longfellow. Captain Avery meinte, du kannst mich nach Arcadia bringen. Hab gehört, es gab einen Kampf. Machst du dir die Hände schmutzig? Ich führe keine Leute mehr in den Nebel und in den Tod. Der Letzte konnte nicht mithalten. Keine 5 Minuten. Ich bin kein namenloser Festlandbewohner. Ich bin hart genug für eure kleine Insel. Du knallst ein bisschen Blei gegen den Rumpf und denkst, du kannst jetzt einfach in den Nebel spazieren? Im Vergleich zum Landesinnern ist das hier ein Kinderspiel. Ich habe Frau Haber geholfen. Ich glaube, ihr alle schuldet mir was. Ein bisschen was Wahres ist wohl dran. Ich kann dich nach Arcadia bringen. Aber du musst auf mich hören. Dahin gehen, wohin ich sage, wenn ich es sage. Wird trotzdem nicht einfach. Pack Grundbedarf wie Radex und so weiter ein. Dann kann die tatsächliche Arbeit anfangen. Ja, Sir. Dann los, Longfellow. Dann komm mal mit. Hat eigentlich Dogmeat noch Platz? Irgendwie, Dogmeat, hast du noch Platz? Hey. Ja, hat er sogar. Oh, Gott sei Dank, Dogmeat. Ich bin nämlich ein bisschen vollgeladen. Weil wir können unsere Kuh nicht zurück... Wo ist überhaupt Mumu? Wir können ihn nicht zurücksenden, aber wir dürfen jetzt auch nicht alleine hier rumstehen lassen. Weil die Kuh hier nicht funktioniert. Ich überlege, ob ich zurückreise und die Kuh dann dort zurückschicke. Ich glaube, das wäre wichtig. Das Longfellow. Das Mumu. Gott sei Dank. So, Mumu, folge mir. Brauchst du Vorräte? Dann schau im Köderladen vorbei. Ja, so. Eins. Commands. Follow. Follow me. So. Jetzt müssen wir ganz kurz zurückreisen. Es geht ja schnell. Warte mal, wir können... Ich glaube, über die Karte müssen wir es machen, oder? Wie reisen wir denn zurück? Nee, sag mir jetzt nicht, ich muss jedes Mal Boot fahren. Muss ich echt jedes Mal Boot fahren? Oh Gott. Oh Gott, wir müssen die Kuh aber zurückbringen. Anders ist das sonst nicht möglich, weil ich habe gelesen, dass die Kuh verschwinden könnte. Oh nein, tatsächlich. Aber ein bisschen schneller als sonst, oder? Ja, wir müssen leider die Kuh zurückbringen, weil der Mod ist nicht wirklich kompatibel hiermit. Deswegen kann die auch sterben. Und die muss dann jetzt erstmal in Sicherheit gebracht werden. Tja. Oh, guck mal, schönes Haus. Bisschen kaputt. Oh, guck mal, ein Segelboot. Ey, da ist auch ein Feuer. Fahaber. Welcome to Fahaber. Ha, das habe ich nie gesehen. Ach, guck mal, wie schnell das jetzt auf einmal ist. Haha. Ja, das geht. Damit kann man leben. So, tut mir leid. Das muss jetzt halt sein. Müssen wir kurz Mumu abliefern. Ach, traut es sein. Kann ich jetzt einfach hier rausspringen? Nein. Aber voll das Highspeed-Boat. So.
Sehr gut. Miu, miu. Kätzi, kätzis. Lass mich runter, lass mich runter. Dankeschön. So, 2 Meter laufen. Das Mumu. Sehr gut, so. Einmal Nummer 1. Pass auf, wir schicken ihn einfach direkt weg. Ich weiß aber nicht, wo Mumu dann hingeht. Wir werden es dann rausfinden. Reden. Commence. Dismiss. You should head home. Sehr gut. Idle Count 2. 2 Kühe? Ich habe doch nur eine. Egal. So, Fahrhaber. Mach's gut, Mumu. Auch wenn du jetzt auf dem Boot bist. Wir holen dich wieder. Keine Sorge. Ich habe mal geguckt. Es gibt noch eine Mod zum Thema Pack Bramin. Aber da muss ich mich jetzt mal reinlesen. Das ist quasi einfach ein Bramin-Companion wahrscheinlich. Muss ich mal schauen. Ja? Wenn die besser funktioniert mit den DLCs, werde ich die verwenden. Die teleportiert sich nicht auch andauernd, so wie die Kuh wahrscheinlich. Wir werden sehen. Ja, jetzt haben wir hier gerade mal 2 Minuten Umweg gemacht. Jetzt sind wir wieder im Verhaber endlich. Ja. Gott sei Dank. Ja, konnte ich ja nicht wissen. Oh, das ist auch eine tolle Waffe. Die holen wir uns auch wieder. Dass ich hier nichts looten kann, ist immer ärgerlich. Jetzt sind wir langsam, ne? Oh. Oder sind wir schneller als vorher? Wir heben immer voll ab, so voll das Speedboat. Kann er da nicht hochspringen. Ja, wir sind auf jeden Fall schneller als vorher. Ich glaube, ich will das hier mal durchsuchen, das Haus. Warum wohnt denn da keiner? Da würde ich hinziehen. Vielleicht. Na endlich. Oh, guck mal hier, Wachposten. Darf ich jetzt bitte auf Abenteuer gehen? Dankeschön. So, dann geht's los nach Arcadia. Mumu ist weggebracht. Wir haben keine Munition. Ach, wir finden schon irgendwas. Guck mal, wir haben so eine Schrotflintenmunition. Auch wenn die echt verzieht. Ich guck mal, ob wir eine andere Schrotflinte vielleicht finden. Der Nebel ist anders als alles, was du vom Commonwealth kennst. Festlandbewohner meinen, dass eine Dosis Radix alles heilt. Scheiße! Oh, da sind ja... Wie heißt diese hier, Raider? Plünderer? Nee, eine Waffe aufgehoben, der Saftsack. Wow. Alter! Ich sehe ihn nicht. Hinter dem Vorhang. Guter Schuss, Longfellow. So, was hat denn der hier aufgehoben? Deathclaw, irgendwas? Lederzeug. Oh, es fängt an. Messinglaterne. Neuer Schrott. Oder? Ein bisschen bestimmt. Schnauze! Ich sehe irgendwo noch die Bowlingbahn. Da gibt es so eine hübsche Waffe. Ist gar nicht mal so schlecht. Dachte, ich müsste mich um alle allein kümmern. Vielleicht machen wir noch eine richtige Haberbewohnerin aus dir. Danke. Aber das hier ist ein Ausflug ins Disneyland. Der Nebel kann dir übel mitspielen. Da wird man ganz kirr. Der spielt mit deinem Gehirn. Fallensteller waren schon immer übel. Aber jetzt... Ah, Mist, hab ich nicht gesehen. Scheiße. So, dann gehen wir mal hier hoch. Können wir hier hochgehen? So, hier. Und dann war der... Irgendwie hier. Ist der runtergefallen? Nee, da ist er noch. Ach, egal. Der eine ist doch egal. Weiter geht's mit Longfellow. Wir können auch später looten.
Auch wenn es jetzt schwer für mich wird. Oh je. Seit wann hat Longfellow so eine 10mm Pistole? Normalerweise hat er doch so einen Repetierer. Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Vier Schuss, vier Schuss. Ich werde deine Leiche anstoßen. Gut gemacht, Dogmeat. Ich bin stolz auf dich. Geeignete Blutprobe. Für gefreite Naraya. Ey, ist eine Kanone! Ach, das Dogmeat. Boah, schreck mich doch nicht so. Sind noch alle am Leben hier? Boah. Ah. Boah, verzieht die! Meine Fresse! Das ist schon gar nicht gut, da ich zielen muss. Gepäck Bramin has become stronger. Ist auch gar nicht mehr hier. Ich habe Mumu zu Hause gelassen. Geeignete Blutprobe. Ich glaube 10 Kronkorken pro Stück oder so bringt das. So, Longfellow, wir kommen. Gut, Leute. Wir nähern uns wieder dem Ende. Wir sehen uns nächste Folge wieder bei Fallout 4. Verhaber. Ui. Okay, Leute. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.